Einen guten Tag wünsche ich euch und Ihnen. Ich bin Ute Fouly, die Leiterin der Kinder- und Jugendarbeit in der Evangelischen Christuskirchengemeinde in Oberhausen-Mitte. Ich habe euch heute unsere Trommeln mitgebracht und eines meiner Lieblingslieder. Für mich ein Seelenlied. Licht, das uns anstößt früh am Morgen, uraltes Licht, in dem wir stehen, kalt, jeder einzeln ungeborgen, komm über mich und mach mich gehen, dass ich nicht ausfall, dass wir alle so schwer und traurig, wie wir sind, nicht aus des anderen Gnade fallen und ziellos, unauffindbar sind. Licht, mein erschaffersamer Hüter, Licht ständig leuchtend, das vergibt, wie meines Vaters feste Schulter, trag mich, dein ausschauendes Kind. Licht in mir, schau aus meinen Augen, ob irgendwo die Welt ersteht, wo Menschen endlich Frieden schauen und jeder menschenwürdig lebt. Alles wird weichen und vergehen, pass auf, was wichtig ist, erhalt. Schaffe, was unverwüst und sähe, unsere Taten schwinden bald. Viele Stimmen in den Ohren, solang das Herz in uns noch schlägt. Die Zahl der Menschen erst geboren, wie festes Wort von ihm, der lebt. Aus dem Niederländischen von Huub Oosterhuis. Was gibt mir Mut in dieser Zeit, trotz des Ernstes der Lage mit dem Coronavirus weltweit? Da ist ganz viel Zuversicht in mir und um mich herum, in meiner Familie, in meinen Beziehungen zu Freunden, im Kollegialen, im Frühlingserwachen der Natur und im aktuellen Lichtblau des Himmels. Zuversicht, Weite, Halt und Ermutigung finde ich auch und immer wieder in der Musik, die für mein Empfinden Menschen trägt und verbindet. Sie ist Kraftquelle, wenn ich allein bin und mich zurückziehe. Sie gibt mir Bodenhaftung, wenn ich wütend bin, mich ohnmächtig fühle. Sie verleiht mir Flügel, wenn ich glücklich bin. Lieder und Songtexte begleiten mich gefühlt, seitdem ich hören kann. Das geht Ihnen und euch sicher ähnlich. Meine Mutter sang, immer, beim Tun und genießt das noch heute. Es ist ein Schatz aus Schlafliedern, Volks- und Wanderliedern, Gute-Laune-Liedern, Trost- und Festtagsliedern, die sie mit uns Geschwistern und unserem Vater teilte. Ich lernte singend Freunde, Sprachen, Religionen und musizierend meinen Mann kennen. Unsere beiden Töchter singen echt gerne und, na klar, sie lieben Musik in ihren vielfältigen und schrillen Facetten, in dem, wie sie wirkt, weltweit. Es bedeutet mir viel, in einer so musikbegeisterten Gemeinde tätig und Mitglied zu sein. Ganz viel Zuversicht also, auch wenn in diesen Tagen die Angst manchmal zu mir spricht. Gut zu wissen, ich muss sie nicht wegtönen. Ich summe ihr entgegen, nehme sie an die Hand. Die Angst gehört zu mir, wie der Mut. Sicher haben Sie, hast du auch den ein oder anderen Lieblingssong, kennst Musik, die deine Seele berührt, sie zum Tanz auffordert. Oft verbindet uns das mit Menschen und Begegnungen, die für uns Bedeutung haben. Das macht mir Mut und ich finde, es stiftet an, mutig zu teilen, was du kannst, was uns gemeinsam Kraft gibt. In dieser alle und alles herausfordernden Krise.